Gildenexpedition, Kämpfe und Belohnungen der Stufe 4. Wegen des Umfangs hatte ich das Thema in zwei Clips unterteilt. Der Weg zu Stufe 4 ist in einem früheren Video erläutert und im heutigen Clip dreht es sich rein um die Kämpfe und Belohnungen der Stufe 4. Wieder am Beispiel des Zeitalters Postmoderne. Schon das Aussehen der Karte mit Vulkanen und Lavaströmen lässt erahnen, dass es die Stufe 4 wirklich in sich hat. So kann man auch bei Plattform 1 schon mit einem ernsthaften Kampf rechnen. Dass auch ich, trotz aller meiner Boni, diesen Kampf wirklich ernst nehme, erkennt man daran, dass ich nicht mehr den Autokampf nutze, sondern manuell spiele. Der Computergegner bietet nicht nur zwei Wellen auf, die gegnerischen Einheiten haben auch noch 85% Bonus auf Angriff und Verteidigung. Man sieht, dass ich für Stufe 4 keine neuen Tricks oder Kniffe habe. Mit der gewohnten Vorgehensweise, wie im vorhergehenden Clip erläutert, kommt man auch hier zum Erfolg. Allerdings muss man schon genau darauf achten, was man macht. Auch kleine Fehler können rasch zur Niederlage führen. Gegen Welle 1 verliere ich eine Einheit. Damit trete ich gegen Welle 2 in Unterzahl an. In den ersten Stufen bietet die erste Plattform immer nur Gegner eines einzigen Typs an, zum Beispiel nur leichte Einheiten. Auf Stufe 4 ist das anders. Der Mix aus schweren und leichten Einheiten hat aber auch einen Vorteil. Die schweren Einheiten des Gegners preschen voran und lassen sich zuerst eliminieren. Danach kann man dann in Ruhe die langsamen, leichten Einheiten ins Auge fassen. So überstehe ich diese Welle ohne weitere Verluste. Forge-Punkte als Belohnung sind übrigens keine Seltenheit bei der Gildenexpedition, insbesondere dann nicht, wenn man auch die Relikte mit einbezieht. Bei Plattform 2 optimiere ich mein Team vor allem für Welle 1. Schwere Einheiten sind ideal gegen schnelle Einheiten. Mein Ziel ist es, gegen Welle 2 möglichst nicht in Unterzahl antreten zu müssen. Der Kampf liefert dann tatsächlich auch keine Überraschungen mehr. Am Ende sind zwei Einheiten etwas angeschlagen, das Team aber ist noch vollständig. Allerdings stehen die vier schweren Einheiten und vier Agenten nun schweren und leichten Einheiten gegenüber. Dafür ist das nicht die ideale Zusammensetzung. Die zweite Runde wird also definitiv nicht so einfach. Zu Beginn auf der Grundlinie stehen zu bleiben, um den Gegner erst einmal in das eigene Schussfeld kommen zu lassen, ist eine bereits bewährte Taktik, die ich im ersten Clip vorgestellt hatte. Bei einer schweren Einheit weiche ich von dieser Methode ab, weil sie durch ihren Zug nicht in das gegnerische Feuer gerät. Danach läuft erstmal alles nach Plan, nur die letzte leichte Einheit bereitet Probleme. In einem Wald versteckt ist sie unangreifbar, während das schwierige Gelände den Weg dahin für meine schweren Einheiten schier unendlich streckt. So stecke ich am Ende noch einige Treffer ein. Die möglichen Belohnungen der zweiten Plattform sind 20 Güter oder 4 weitere Versuche. In der nächsten Begegnung hat der Computergegner nochmals 5% bessere Kampfboni. Außerdem bietet er einen wilden Mix aus allen Einheitentypen auf. Ich entscheide mich für schwere Einheiten plus Agenten. Dabei vermeide ich den Fehler, den der Computergegner macht, eine Einheit isoliert nach vorne zu schicken. Stattdessen ist es wichtig,
die eigenen Einheiten gut beisammen zu halten. Das ist auch dann noch richtig und wichtig, wenn man dadurch vielleicht mal nur zieht und nicht schießt. Durch dieses besonnene Vorgehen verliere ich gegen die erste Welle nur eine Einheit. Gegen Welle 2 kann ich die vorpreschenden Einheiten wieder leicht eliminieren, sodass meine Unterzahl rasch mehr als nur kompensiert ist. Nun ist es wichtig, einerseits vorzupreschen, um nicht wieder erneut so ein Debakel gegen eine leichte Einheit im Wald zu erleben. Aber auch die gegnerische Artillerie versucht, sich ins hinterste Eck zu verkriechen. Andererseits ist es wichtig, dass die Gruppe zusammenbleibt. Ich denke, dass ich hier den richtigen Mittelweg gefunden habe. Als Belohnung gibt es für Plattform 3 Diamanten oder Medaillen und nicht mehr wie in den vorherigen Stufen ungebundene Einheiten. Man erkennt bereits, dass Stufe 4 wesentlich lohnendere Belohnungen bietet. Und dann hat man ja auch noch die Relikte. An dieses komme ich allerdings erst ran, wenn ich weitere Begegnungen erfolgreich bestritten habe. Die erste große Plattform ist dann auch nochmals eine Steigerung zu den vorhergehenden Plattformen. Der Ablauf ist allerdings wie gewohnt. Die Agenten schlucken die ersten Treffer, die isoliert vorpreschenden Einheiten des Gegners werden zuerst ausgeschaltet, die Gruppe gut zusammenhalten, dennoch nicht zu langsam vorrücken. Es sind immer dieselben Grundregeln, die hier zur Anwendung kommen und zum Erfolg führen. Und die erste Welle ohne eigenen Verlust zu überstehen, nenne ich einen Erfolg. Bei der zweiten Welle ist erst einmal Abwarten angesagt. Einheiten, die sich durch Vorpreschen unnötig gegnerischem Feuer aussetzen würden, bleiben auf der Grundlinie. Danach jedoch müssen alle Einheiten maximal vorpreschen, damit nicht wertvolle Schussmöglichkeiten verpasst werden, nur weil die Artillerie sich in die äußersten Ecken verkriecht. Wichtig ist, die Ziele immer so zu planen, dass auch die zurückliegenden Einheiten noch Ziele haben. Also nicht immer die vorderste Einheit des Gegners zuerst beschießen. Mit dem Ergebnis bin ich dann zufrieden. Mögliche Belohnungen sind das Tor des Sonnengottes oder Fortspunkte. Die Tore sind insbesondere in den unteren Zeitaltern eher mittelprächtige Dekorationen. Plattform 5 hat diesmal eine sehr schwierige Karte. Manchmal ist es besser, einen Versuch zu opfern, um beim nächsten Mal eine bessere Karte zu bekommen. Mir tun aber ein paar verlorene Einheiten nicht weh und der Versuch ist so oder so verbraucht. Deshalb versuche ich mit dieser Karte mein Glück und nehme den schwierigen Umweg um den See in Kauf. Eine Folge davon sind zahlreiche Züge ohne Schussgelegenheit. So ist es nicht verwunderlich, dass ich am Ende 2 Einheiten verloren habe. Gegen die zweite Welle setze ich die mir verbliebenen beiden Agenten als Lockvögel ein, um die gegnerischen Einheiten zum Vorpreschen zu verleiten. Danach kann ich dann diese mit geballter Feuerkraft vernichten. Dadurch erziele ich erst einmal zumindest zahlenmäßigen Gleichstand. Dann läuft es erst einmal ganz gut. Ich teile gut Schaden aus und stecke nur vergleichsweise wenig ein. Auch wenn dann die im Wald versteckten Einheiten noch etwas Probleme verursachen, so reicht es doch zum Sieg. Für diese erste Plattform, nach einer großen Plattform, gibt es auf Stufe 4 wieder Forgepunkte, diesmal 5 Stück.
Die sechste Plattform hat in der ersten Welle schnelle Einheiten. Meine Meinung ist bereits aus früheren Begegnungen bekannt. Erst einmal ohne Verluste durch die erste Welle, dann werden wir auch die zweite Welle schaffen. Die beste Kontereinheit gegen schnelle Einheiten sind schwere Einheiten. Also gibt es wieder eine Kombination aus schweren Einheiten und Agenten. Dennoch läuft es in Runde 1 nicht optimal. Die schnellen Einheiten schießen eben nicht sofort alle Agenten auf. Damit kann ich zu Beginn weniger Treffer landen und kassiere mehr, als mir lieb ist. Welle 2 ist dann näherungsweise ein reines Duell der schweren Einheiten. Die Kampfboni sind soweit nicht auseinander. Natürlich sind 4 Agenten besser als eine weitere Einheit, aber der Verlauf zeigt, dass es kein Spaziergang ist und am Ende geht es relativ knapp aus. Aber Sieg ist Sieg und egal wie. Erneut kann man, wie bei Plattform 2, entweder 4 weitere Versuche oder 25 Güter bekommen. Auf Plattform 7 begegnet uns ein wilder Mix von gegnerischen Einheiten. Ich habe eine Vorliebe dafür, solchen Gegnern mit schweren Einheiten plus Agenten zu begegnen. Neben den üblichen Tipps, wie etwa Gruppe zusammenhalten und nicht unnötig einzelne Einheiten vorauszuschicken, kann man hier noch beherzigen, solche Einheiten zuerst auszuschalten, die Boni gegen meine schweren Einheiten haben. Das sind in diesem Falle die leichten Einheiten, die ich besiegen möchte, bevor diese meine schweren Einheiten treffen können. Schwere Einheiten der Postmoderne haben Boni auf ebenen Feldern. Allerdings fehlen die in der Mitte der Karte komplett. Doch da muss ich durch, sonst brauche ich am Ende zu viele Züge, um die Artillerie zu erreichen. Am Ende gibt es eine Lücke im Bildmaterial. Hier ist mir leider 2-mal nacheinander Flash abgestürzt. Erst ein kompletter Refresh mit Neustart des Spiels schaffte hier Abhilfe. Das kommt bei Flash leider immer mal wieder vor, besonders wenn man längere Zeit am Stück spielt. Glücklicherweise geht der Kampf dadurch nicht verloren, sondern man kann ihn ab der Stelle des Abbruchs fortsetzen. Die zweite Welle verläuft dann relativ unspektakulär. Auch hier schalte ich die leichten Einheiten vor der Artillerie aus, weil Treffer der leichten Einheiten gegen meine schweren Einheiten heftiger sind. Die Belohnungsmöglichkeiten von Plattform 7 entsprechen denen von Plattform 3, Diamanten oder Medaillen. In einer Woche Gildenexpedition mehr als 200 Diamanten zu bekommen, ist nicht außergewöhnlich. Die zweite große Plattform auf Stufe 4 bietet Gelegenheit, einmal zu zeigen, was Artillerieeinheiten leisten können. Zuerst werden die Panzer ausgeschaltet, denn die langsamere Infanterie kommt so schnell nicht an die Artillerie heran. Ich achte darauf, dass meine Artillerie nicht vorziehen muss, um so maximale Distanz zu den gegnerischen Einheiten zu halten. Der Bonus aus der Taverne hilft sicherzustellen, dass gegnerische Einheiten immer mit 2 Schüssen ausgeschaltet werden. Ohne diesen Bonus kann es vorkommen, dass ein dritter Schuss erforderlich werden könnte und das würde das Konzept durcheinander bringen. Sind die Panzer erst aus dem Spiel, kommen die Fernkämpfer dran. Trotz deren großer Reichweite sind diese bereits besiegt, bevor sie die Artillerie erreicht haben. Da die Artillerie außerhalb ihrer Reichweite trifft, gibt es auch keinen Kontaktvergeltungsschlag, wie ihn MG-Einheiten sonst haben würden. Das bedeutet, ich beende Welle 1 ohne jede Verwundung. Welle 2 besteht nun auch auf der Gegenseite komplett aus Artillerie. Nun ist es wichtig, stets die Einheit auszuschalten, die man als nächstes daran hindern kann, zu feuern.
Die richtige Reihenfolge der Ziele ist tatsächlich der Schlüssel zum Erfolg. Man sieht, wie ich mit der Maus über die gegnerischen Einheiten gehe, um dann am unteren Bildrand zu sehen, welches das optimal nächste Ziel ist. So verliere ich nur 2 Artillerieeinheiten in diesem eigentlich sehr gleichen Kampf. Mögliche Preise sind 10 Forge-Punkte oder eine Produktionsstätte, in meinem Fall eine Autofabrik. Auf Plattform 9 erwarten mich als erste Welle 8 schwere Einheiten und danach 8 schnelle Einheiten. Hier durchbreche ich einmal alle meine vorher selbst aufgestellten Regeln. Ich setze MG-Teams, also Fernkämpfer, ein, obwohl diese nur für Welle 2 die optimale Kontereinheit sind. Aber in Welle 1 sogar ihrem Angstgegner, den schweren Einheiten, gegenüberstehen. Allerdings nehme ich 6 Agenten. Das Besondere der MG-Teams in Verbindung mit Agenten: wird der Agent getroffen und verwandelt sich in ein MG-Team, so feuert er sofort zurück. Das kompensiert den Malus der MG-Teams gegen schwere Einheiten. Am Ende sind zwar etliche meiner Einheiten angeschlagen, aber das Team ist noch vollzählig. Welle 2 kommt ja dann mit den schnellen Einheiten, gegen die die MG-Teams alle Boni haben. Das gibt Zuversicht. Wie der Kampfverlauf zeigt, reicht dies für einen Sieg. 6 verlorene Einheiten sind ab Plattform 9 der Stufe 4 keine Schande mehr. InnoGames will, dass diese Kämpfe wirklich schwer sind. Man darf sich also durchaus die Kombination von MG-Teams und Agenten als wirklich interessante Aufstellung merken. Für diese erste Plattform nach einer großen Plattform gibt es auf Stufe 4 wieder Forge-Punkte, wie für Plattform 5, diesmal erneut 5 Stück. Erneut huldige ich meiner Vorliebe für schwere Einheiten plus Agenten. Diese wähle ich besonders gerne gegen gemischte gegnerische Teams, hier schwere Einheiten und Artillerie. Besonderheiten birgt dieser Kampf nicht. Nur sollte man darauf achten, dass die schweren Einheiten zügig vorrücken, um Züge ohne Schussmöglichkeit zu vermeiden. Im Kampf gegen Welle 2 muss ich vor allem zunächst darauf achten, dass ich die einzige reale Einheit nicht verliere, bevor der erste Agent verwandelt ist. Ansonsten ist diese zweite Welle für schwere Einheiten nicht zu schwer, da die schweren Einheiten ihre Boni hier gut ausspielen können. In der Mitte der Karte gibt es leider nur wenig Ebenenfelder, aber es geht auch so. Als Belohnung erhält man entweder 30 Güter oder ein extra großes Münzpaket. Plattform 11 bietet nun in Welle 1 8 MG-Teams auf. Diese sind wegen ihres Vergeltungsschlags gefürchtet. Trifft man sie jedoch außerhalb ihrer Reichweite, gibt es keinen Vergeltungsschlag. Das schreit förmlich danach, hier 8 Artillerieeinheiten aufzustellen. Welle 2 ist dann zwar nicht ganz so einfach, aber ebenfalls zu meistern. Leider fehlen mir noch einige wenige Prozent Kampfbonus, um Panzer mit 100% Bonus verlässlich mit 2 Treffern auszuschalten. Wenn ich das mal erreicht habe, wird diese Welle auch leichter sein. Als Belohnung gibt es entweder Diamanten oder Medaillen. Ich bekomme 50 Diamanten. Mal ehrlich, ist das nicht schon Anreiz genug, die Gildenexpedition zu machen?
Plattform 13 ist dann wieder eine Gelegenheit für das Dreamteam aus MG-Teams und Agenten. Man muss den Kampfverlauf nicht besonders kommentieren. Die Vorteile dieser Kombination hatte ich ja bereits eingehend erläutert. Auch gegen Welle 2 dominiert dieses Team. Plattform 13 von Stufe 4 ohne Verluste? Wer hätte das gedacht? Und wie immer nach der ersten Plattform, nach einer großen Plattform, gibt es auf Stufe 4 Forge-Punkte. Diesmal ganze 10 Stück. Und wenn man dann an einem Sonntagabend noch genau 3 Versuche übrig hat und noch 3 Plattformen vor sich hat, dann ist Verhandeln angesagt. Denn ganz offen, bei den letzten Plattformen auf Stufe 4 brauche ich in der Regel mehr als einen Versuch, bis ich den Kampf gewonnen habe. Und da ich der Gilde im Wettbewerb ein bestmögliches Ergebnis bringen wollte, bin ich dann auf Nummer sicher gegangen. Beim Verhandeln mal 10 Diamanten einzusetzen, fällt definitiv nicht schwer, wenn man vorher 200 gewonnen hat. Für den Erfolg auf Plattform 14 der Stufe 4 gibt es entweder 35 Güter oder ein extra großes Paket Vorräte. Ganz ehrlich, die Vorräte zu bekommen fühlt sich an wie eine Niete. Aber in Gänze betrachtet haben wir nur wirklich keinen Grund, uns über die Belohnungen zu ärgern. Und ganz nebenbei gibt es auch noch ein Relikt. Ich kommentiere auch bei Plattform 15 die Verhandlungen nicht. Mit Tipps und Tricks zum Thema besser verhandeln bei Gildenexpeditionen hatte ich ja bereits einen eigenen Clip gemacht. Einfach dem eingeblendeten Hinweis folgen. Als Belohnung winken auch hier wieder 50 Diamanten oder Medaillen. Die finale Plattform 16 der Stufe 4 ist dann auf dem Wege der Verhandlungen auch rasch gemeistert. Als Belohnung gibt es entweder ein Renovierungskit oder einen Jungbrunnen, ein Zufallsproduktionsgebäude. Die Spieler der Gilde Käfig voller Helden haben in dieser Woche wirklich alles gegeben und sind mit 111,8% nur Zweiter geworden. Auch so eine super Leistung. Danke allen. Klar wären unsere 3 Urlauber nicht verhindert gewesen. Aber bei 80 Spielern ist immer irgendwer gerade unpässlich. Unsere Glückwünsche gehen an die befreundete Gilde Musketiers, die noch einen ganzen Prozentpunkt mehr errungen haben. Ich muss sagen, ich bin wirklich beeindruckt. Ein verdienter Sieger. Hut ab!